wirst ihn zurück in Xarkor. Nein, nicht in Xarkor. In der verdammten Berserker-Hauptstadt, die ich gerade vergessen hatte. Da war Edan, irgendwas in die Richtung. Ja, wir machen aber den Xarkor. Wie soll das nur weitergehen, wenn wir uns alle auf Maschinen verlassen? Von Werther, diesen hier. Ost-Xarkor. Irgendwas in Xarkor halt. Dann kommen wir, dann machen wir in dieser Folge und wir werden wahrscheinlich gleich in den Fight reinsten bohnen. Bist du dir sicher, dass wir dahin wollen? Schaut euch das an. Wenn das nicht Fight ist, ich habe alles abgegradet, was zum Upgraden gibt und gab. Okay, hier haben wir eine Kampfmaschine und werde mich jetzt hier durchmördern. Habe ich daneben geschossen? Fertig. Okay. Sehr schön, Arbeit. Doppelfeuer Snap. Perfekt. Ich hab's irgendwo hin. Ja, es ist mitten in der Nacht. Ich mache wahrscheinlich eine kurze Session hier. Verdammtes Esralat, wie ich das hinbekommen. Sollte besser schnell speichern, bevor es mich wieder irgendwo reinklitscht. Heute habe ich während der Arbeit 4 Stunden nach einem Song gesucht. War eine schwierige Suche. 4 Stunden. Wir teilen einen Laptop. Und habe mich durch Ordner durchgeschaut nach einem Song von einem Ex-Kollegen, der mir im Kopf hängen geblieben ist, den ich in einem Ordner von einem anderen Kollegen gesucht habe, der zwischendurch die Sachen. Was? Hier gibt es eine Lücke im Sicherheitssystem. Gibt es? Ich brauche nur den richtigen Code. Noch nie davon gehört. Ja, in dem Endeffekt habe ich mich 3 Stunden fast durch Ordner durchgeschaut, dann durch Spotify, durch Bandcamp, bis ich dann endlich den Song gefunden habe nach 4 Stunden, der wahrscheinlich so 40 bis 50 Jahre alt ist. Der normal nicht wirklich in meine Musikrichtung geht vom Geschmack her. Also Patagonia Argentina or something like that. Irgendwas in diese Richtung. Patagonia, sowas. Vielleicht lasse ich einfach den Link. Das ist nicht wirklich was ich erwartet, was ich mir anhöre. Wie schon gesagt, ist von einem Ex-Kollegen. Der hat das oft gespielt. Und da ist dann im Kopf hängen geblieben. Geht in die Richtung. Patagonia. Irgendwas mega Argentiner dann weitergehend. Mehr kann ich mir nicht merken, da es nicht wirklich einer der Sprachen ist, die ich beherrsche. Warum ist hier drin so ruhig? Ah ja. Hier. Ein paar Kampfdrohnen. Ich glaube, ich werde mir irgendwann mal einen Kampfdrohnen-Mod runterlassen, weil ich das Mod. Ja. Sollte schlafen, gell? Ja. Gerade The Boys angeschaut und jetzt bin ich hellwach natürlich. Weil die Serie so cool ist, dass mich das voll aufweckt. Verdammt ist die Serie gut. Und jede Folge ist fast 1 Stunde, also es dauert auch ewig lang. Mehr Drohnenkontrolle. Ach, lass uns hacken. Okay, das sollte dann ein leichtes sein. 555. Nein. 2333. Nein, 001. Ach, verdammt. 0 ist richtig. 1222 können wir das noch probieren. Dann höher. Höher zielen. Dann höher zielen. Sollte nicht der schwierigste Hack sein, den wir hatten. Ja, sag ich ja. Nicht der schwierigste Hack. Vorfallsbericht wird nicht durchgelesen. 9 Mann. Klopapier natürlich, nach Schatulle war's. Macht man noch das Klopapier verwenden, wenn man unbedingt muss. Verdammt, ist dunkel. Wieder hacken. Ja. Verdammt. Suchen wir den gleichen Code. Geht doch. Ha! Look at that. What are the odds? Besser speichern. Ja, ohne Headset zur Zeit. Wenn die Katzen es wieder anfangen, dann wieder. Es ist viel zu heiß zur Zeit. Eine fette Hitzewelle gibt es zur Zeit nur.
Das geht so nicht. Habe ich gerade umsonst eine Drohne beschwört? Verdammt, ich renne noch ein bisschen weiter rauf. Vielleicht habe ich dann die Drohne nicht verschwendet. Ja, gut. Verdammt, ist das ein bisschen zu eng für Combat. Haben wir noch Wind da oben? Ich erst raus, wenn ich die Anlage abschalte. Müssen wir gleich mal schauen, was ich mir dann als nächstes gönne für eine Mission. Es wird langsam das Spiel durchgespielt. Nee, das ist Zeit gelassen damit. Der Ort hier ist ein wenig besorgniserregend. Was denn noch? Das macht die Blöde alles. Macht, weil ich nicht größer hier. Keine Elektronenrüstung. Nein. Wäre überraschend, wenn sie hier oben am Konverter ist. Aber die Nachricht hat nichts von den Konvertern geschrieben. Außer er hat selber nicht genau gewusst, wo er die versteckt hat, Eltrank. Okay. Weiter. Raus hier. Was? Macht Welle oder Stoß oder Drohnenkontrolle. Objektsicht. Brauche ich oben nicht um ein kleiner Safe. Oh, na, ist doch sicher wieder das gleiche Passwort. 9, 8, 7, 6, 4. Hm. 6, 4, 3. Der letzte fehlt noch. 2. Geht doch. Hey. Verdammt, wir sind stark im Hacken. Und ich krieg noch einen starken Elex-Trank. Und ich noch was verbessern kann. Oh Mann. Ja, das ist halt. Normal sind hier keine oben. Da kommen Werte war schnell. Na schau, wir könnten fast drüber hupfen und selber einhupfen und alleine kämpfen. Ohne Team, ohne Unterstützung. Ja, hier oben sind wir. Volk erledigt. Volk erledigt für mich. Hat nicht mal auf den Typen drauf gezielt im Flug. Oh, mit meinem Elex Armor. Verdammt viel kleines Elex. Oh, verdammt Mist, ich bin gerade ausgegangen. Bisschen Elex. Oh Gott. Nein. So viel geredet heute. Da geht kein bisschen Elex mehr. Die Stimme ist schon zu tot. Okay, okay. Schaut gut hier aus. Elex-Tränke rein, Spark-Elex-Tränke rein. Verdammt, okay, ich muss nochmal mir einen Meister suchen. Der mir das dann in Punkte verwandelt. 5 Lernpunkte. Aber was wollte ich noch leveln? Plasma-Gewehr ist uninteressant. Ich glaube, Gerissenheit kann ich noch aufreißen für ein Upgrade später. Auch des Todes, Stärke an Constitution. Also ein bisschen Stärke hier. Okay, passt. Wohl die Constitution, wenn wir die zusammen bekommen. Über 90 ist alles ein bisschen zu hoch. Oh, was haben wir hier drüben? Da war ich schon, das sind die Bohnen gewesen. 20 Drohnenkontrollen. Ich kann Xarkor war schon alleine erobern. Ich und meine Drohne und mein Wolf. Und Falk natürlich. Falk darf auch nicht fehlen. Okay. Ja. Bald gehen wir das Endgame an. Und das steht schon mal fest. Hier unten sind viele Gegner. Die werden ignoriert. Außer hier wartet noch wer. Die Elixatorenrüstung haben wir leider nicht gefunden. Ganz alleine wird am top of the thing sagen und dann auf dem Boden auf the thing 24 Drohnenkontrollen. Krass. Okay, was haben wir hier? Effekte Reaktor.
Haben wir das nicht schon? Das haben wir schon wie Sascha. Krieg der Maschinen, den haben wir auch schon fertig. Familientreffen, Vaterfreunde, Saddam. Okay. Da wird wieder viel geredet, ich weiß es schon. Aber wir sind gerade nochmal stark genug für Reden. Wir sind stark genug für Reden. Wo sind meine Mana-Tränke hier? Ich sollte von allen genug haben, außer gebratenes Fleisch anscheinend. Okay, reden wir mit Zardom. Ich glaube, ich weiß eh schon, wie das ausgeht. Nein, eigentlich nicht ganz. Eigentlich weiß ich es nicht ganz. Hm, Zardom ist verschwunden. Zufall. Eine gute Gelegenheit, seine Sachen zu durchsuchen. Unser Aufenthalt hier scheint mir äußerst riskant. Nicht so dumm ist schon weg. Oh. Schlecht. Klobapier. Ich kann sein Klobapier, falls er zurückkommt. Und sein sanftes Klobapier. Also doch. Oh. Dieses Schriftstück beweist, Saddam und ein Outlaw namens Ray stecken also hinter dem Angriff auf meinen Gleiter. Ray. Bin schon gespannt, welche Ausrede er mir dieses Mal wieder auftischen wird. Oh. Ray. Ich ganz vergessen, dass das ein Ding ist. Ray. Oh boy. Ist es soweit? Ich glaube, es ist soweit. Oh boy. Es ist soweit. Oh. Oh. Hast du was zum Upgraden für mich? Sicher. Das brauche ich nicht mal. Das brauche ich auf jeden Fall nicht mal. Warum nicht? Gruppe, meh. Das ist auch schon fast egal. Oh boy. Ray. Was mache ich nur mit dir? Bring alles klar. Hm. Was brauchen wir nicht? Giftresistenz. Oh, Strahlungsresistenz und Frostresistenz. Das war's mit meinen Lernpunkten. Vielleicht kann ich jetzt zurück in die Höhle. Oh, Zeit für einen Hard Save. Seid ihr bereit? Feuer, brauchst du noch was? Nein. Feuer den, da. Dann wird es noch mit dem anderen da oben reden. Bemerkenswerte Landschaft. Ja, nicht wahr? Ich habe eine passende Reaktorspule für den Gleiter gefunden. Hey, das grenzt an ein Wunder. Naja, fast. Ich mach mich sofort an die Arbeit und baue das Ding ein. Arx, Kalom, Jargo. Oh, ja, falsches Spiel. Ich dachte, wir werden wieder irgendwo hinteleportiert. Das ist keine Basis. So, da sind wir. Sieht ganz so aus, als hätte ich in der letzten Schlacht wesentlich mehr tödliche Treffer erzielt als du. Fängst du jetzt damit an, die freien Menschen zu schonen? Wie oft waren wir jetzt schon gemeinsam auf der Jagd, bei der ich klar der Bessere von uns beiden war? Du wirst schwach, Jax. Ein inakzeptables Verhalten. Wenn ich es nicht besser wüsste, könnte man vermuten, du hättest deine Elex-Rationen abgesetzt. Sind das etwa erste Anzeichen von Emotionen für die freien Menschen? Sprich nicht so mit deinem Bruder. Deine Familie war stets über jeden Zweifel erhaben, Kallax. Die Order des Hybriden war mehr als eindeutig. Kampf dem Verrat. Keine Macht den Separatisten. Bei ersten Anzeichen von Emotionen innerhalb der Armee muss Meldung gemacht werden. Familie oder nicht. Du weißt selbst, dass wir wachsam sein sollen, Vater.
Ja, und wir werden sie befolgen. Doch du hörst jetzt auf, an der falschen Stelle nach Verrätern zu suchen. Er tut nur seine Pflicht, Vater. So wie wir alle. Ja, unsere Pflicht. Doch am Ende müssen noch genug von uns da sein, damit diese Pflichten verrichtet werden können. Hopp. Müssen wir weiter. Naja, eine Sache macht mir aber immer noch Sorgen. Was denn? Ich sag's dir, wenn ich mir sicher bin, okay? Je eher ich mich dran setze, umso schneller bin ich fertig. Und das sind wieder im Kletter. Okay, Falk. Machen wir unser Business mit Ray. Ey, Junge. Was ist bloß los mit dir? Dieser Tonfall verrät mir, dass irgendwas im Busch ist. Sagt dir der Name Zadom irgendetwas? Du weißt es also. Was weiß ich? Ja, der Mist mit deinem Gleiter. Ja, verdammt. Ich war der Schütze, der dich vom Himmel geholt hat. Tut mir leid, ich hätte dir schon viel früher davon erzählen sollen. Wovon? Deinem Vertrag mit Zadom? Deinem Verrat? Ich hatte keine andere Wahl. Er hätte sonst... Nein. Ja, Zadom kann überzeugend sein. Nein. Ich kannte dich nicht. Für mich warst du nur ein weiterer dieser Mörder aus dem Eispalast. Heute weiß ich, dass du viel mehr bist als das. Du wirst die Geschicke der Welt lenken, wenn du erst einmal wieder im Eispalast bist. Und ich werde dir dabei helfen, so gut ich kann. Was hat Zadom dir für deine Rolle in dieser Geschichte gezahlt? So ist das nicht, mein Freund. Er hat meinen kleinen Bruder, Tom. Er hat gedroht, Tom zu töten, wenn ich ihm nicht bei seiner Sache helfe. Ja genau, jetzt weißt du, warum ich mit dir nicht darüber reden wollte. Jetzt verstehe ich den Eintrag in deinem Vertrag mit Zadom. Es ging um die Verwandlung von einem Menschen in einen Schakal. Was? Wovon redest du? Ich denke, Zadom hat deinen Bruder in einen Schakal verwandelt und ihn irgendwo ausgesetzt. Oh. Er bewegt sich unter uns, irgendwo, direkt vor unseren Augen, ohne dass wir es bemerken. Aber bist du sicher? Ich kenne Zadom. Das passt zu seinem Charakter. Aber wie können wir Tom dann finden? Oh boy, jetzt geht's los. Jetzt geht's los. Ich fürchte, ich weiß, wo dein Bruder ist. Du fürchtest? Was soll das heißen? Nun, wie soll ich sagen? Ich glaube, er ist tot. Was? Wieso? Da war ein friedlicher Schakal im Lager. Ein sehr ungewöhnliches Phänomen. Ich denke, dass es dein verwandelter Bruder gewesen sein könnte. Aber nein, das kann nicht sein. All die lange Zeit des Leids und der Suche. Und am Ende kam ich doch zu spät. Lass mich. Ich muss jetzt einen Moment alleine sein. Fulminant. Alter, fuck. Oh. Und dann will ich mit zurück. Nächsten Moment. Also, kleines Recap. Eigentlich wollte ich Ray umbringen. Eigentlich habe ich darauf hingezockt und darauf hingedeutet schon mehrmals, aber irgendwie finde ich ihn einfach zu cool und mag ihn doch zu sehr, also ich kann es nicht tun. Aber ich habe seinen Bruder, den kleinen Schakal, direkt vor seiner Nase getötet. Also schätze ich, ja, das ist mehr Folter, als ihn zu töten. Sorry, seit wann wusstest du, dass dieser Schakal mein Bruder war? Leider zu spät. Was habe ich nur getan? Ich habe mich dem schlimmsten Kerl Magalans anvertraut und sein tödliches Spiel mitgespielt. Ich hoffe, du redest von Zadom. Nun, deine Rolle bei dem Ganzen steht auf einem ganz anderen Blatt. Und doch, ich werde meine Schuld bei dir abbezahlen. Bis auf den letzten Splitter. Es ist jetzt das Einzige, was mich noch antreibt. Wir haben noch eine Menge vor uns, also konzentrieren wir uns auf das Wesentliche. Wo ist Zadom jetzt? Ich habe keine Ahnung, echt nicht. Wenn ich raten müsste, würde ich sagen, er ist wieder im Eispalast. Naja. Oh boy. Ich brauche den. Okay. Oh. Mitkommen. Geht klar. Alles noch dran? Lass mal, es geht schon. Oh. 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 Nicht der Bösewicht.
Nein, Ray ist der Bösewicht. Wie der einfach vor meiner Werkbank steht. Lass mich ran. Adios. Nein. Da ist ein Koloss unter uns. Ich habe ihn gerade gesehen. Im Blickwinkel. Okay. Ich will einen mächtigen machen? Nein. Boah, ich für eine Waffe. Elektränke kann ich normal im Bar machen. Oh. Da fehlt noch was. Okay. Ja, das ist ein Kampfkoloss unter uns. Verdammt. Ich werde den dann leben lassen. Okay, Team. Holen wir uns das Ding. Peekaboo. Hey, Ray tanzt. Kampfkoloss vor unserer Tür stehen lassen. Hey, Ray, alles klar. Keine schlechten Gefühle, right? Kein Problem zwischen uns, alles cool. Alles cool. Bam, 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 bam. Ich glaube, ich werde wieder angegriffen. Felix, danke. Nein. Würde mich nicht wundern, wenn er mir in den Rücken sticht. Ah, wo gehe ich hin? Das Haus, ich brauche nichts erkunden. Obwohl, eigentlich kann ich noch erkunden ein bisschen, wo ich die nächste Mission angehe. Das ist ja nicht mehr so viel. Familientreffen, Vaterfreude. Naja, okay. Nächste Folge. Ich gehe noch Haus erkunden. Ah. Ich habe Ray nicht töten können. Ray ist cool. Ray ist einfach zu cool. Und den muss man einfach mögen. Wow! Oh, dann. Oh. Gute Arbeit mit dem Raptor. Mächtige Mana-Pflanze, Federvieh lassen wir leben. Das meiste aus dem Schutt hier haben sich andere schon geholt. Der Einstellung. Da ist ein Eingang. Schau, Magnesium-Fackeln, Ray, was sagst du jetzt? Ich hab dein Bruder wieder als Geist zurückgeholt, Ray. Gefällt er dir? Kannst den Tom nennen, diesen Wolf. Ah. 6, 4, 15. Oder 15, 6, 4. Aus dem Weg, Tom! Oder ich köpfe dich nochmal. Okay. Glück gehabt. Okay. Nein. Wenn ich Fallout wieder spiele, muss ich mir unbedingt einen Mod runterladen. Dass die Radios blockiert. Radios sind tödlich in dem Spiel. Sprengrakete. Eine Sprengrakete liegt am Tisch. Nehmen wir den Besen mit. Das Klebeband. Da komme ich nicht drauf. Wo ist der Tresor? Da ist ein Federvieh am Dach. Kleinen Kram Loot in diesem Spiel. Da ist der Tresor. 6, 4, 15. 15. Geht doch. Schau, Goldener Kelch. Kein Wein. Komisch. Ich dachte, alle Menschen. Okay, zeichnet das Ding schon auf? Ja, aber wozu soll das gut sein? Damit die anderen wissen, wohin wir aufgebrochen sind. Wenn sie diese Nachricht finden, können sie unserer Spur folgen. Du willst Chat also wirklich suchen? Natürlich. Wir können ihn nur nicht hängen lassen. Ja, klasse. Da finden wir einen halbwegs sicheren Ort und dann haut der Sack ab.
Meckern bringt uns auch nicht weiter, also pack deine Sachen. Schon gut. Wohin brechen wir überhaupt auf? Goliath. Zu den Berserkern. Wenn das mal gut geht. Goliath. Das ist mein Wolfskin auf Cooldown. Was für ein Dreck. Okay, Wolf ist auf Cooldown. Nehmen wir. Was haben wir da noch? Da irgendwas, was Bums hat. Da haben wir Woni drinnen, da haben wir fast nichts drinnen. Machtwellen oder Machtstöße haben wir noch genug. Da. Oh, ist das ein Zyklop? Nett. Mach das Grey. Wir haben echt einen Zyklopen gefunden. Oh, ein Upgrade. Den da, oh, da kommt einer von hinten. Das ist schlecht. Das war schlecht. Eine Heilung parat. Ray, mach weg das Ding. Oh. Ich habe mir ja gar keine Heilung parat gehalten. Idiota. Ertrank, da. Zwei Schluck, reicht nicht. Buh. Und hat nicht lange überlebt. Das Gebäude kommt mir ein bisschen bekannt vor. Oh, das gab es in Edex 1 auch. Morgen vorher. Nichts, wirklich. Krass. Ein guter Becher. Array auf hier. Schau, schau, gute Arbeit. Nichts wirklich Wertvolles. Und hier sind mehr Gegner. Okay. Oh. Burg. Da will ich rüber. Das ist die Klerikerburg. Finden wir die jetzt zu spät noch? Kann das sein? Das wäre richtig überraschend, wenn ich jetzt noch die Klerikerburg finde. Das wäre vom Timing her ganz eigen. Das ist doch die Klerikerburg. Das ist nicht mein bester Kampf. Ist das eine fette Banditenburg oder die Klerikerburg? Ich sehe, der sieht gerade aus wie ein Feind. Hier sollten wir nicht allzu lange bleiben. Apfel. 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 Ach komm, da sind doch noch Äpfel drinnen. Du Freund oder Feind? Oh boy. Raus mit dir. Abwärts. Oh, das ist schlecht. Der Rückzug ist auch ganz schlecht. Komm schon.
Nein, ich sehe nichts. Wo ist mein Heiltrank, mein Vetter? Ich bin ein Idiot. Ah, also präsentiv. Ich beschäftigt. Macht das gute Arbeit. Oh, ich hatte der Typ seinen Knack umgeknackst bekommen. Ja, schaut's aus. Okay, okay. Ich schätze, die nächsten Fights hier drin machen wir in der nächsten Folge. Ich habe keine Ahnung. In was für eine Position seid ihr? Was ist denn das für eine Sexposition? Sieht wie ein komischer 69 aus. Okay, nicht ablenken lassen. Wie spät ist es? 31, ja, ja, es reicht. Nächste Folge wird weiter gezockt. Peace out.